Und damit willkommen zurück zu Savage Lands. Der Pox ist tot und ich bin euer Dro. Wir befinden uns hier immer noch auf zwei verschiedenen Inseln, während ich jetzt versuche, natürlich zu dem Pox zurückzukommen, um ihn seinen kalten Hintern wieder warm zu machen. Ihr könnt das jetzt halten oder denken, was ihr wollt. Das ich weiß, wie ich das meine. Auf jeder Ebene verstörend an. Auf jeder. Fakt ist, ich habe hier meinen Spawnpunkt. Sollte ich also sterben, ist es nicht ganz so schlimm. Ja, das Problem ist, ich kann hier jetzt jedes Mal wieder zurück zu meiner Leiche laufen und dann wieder sterben. Hat auch seine Vorteile. Der Pox kann seinen Skill ein bisschen verbessern in Sachen von parieren, ausweichen, laufen. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Ja, ich finde das echt unfair. Ich habe jetzt mein Zeug auf der anderen Insel, komme da nie wieder hin und kann jetzt eine Nacht sterben. Liebe Programmierer, Coder, ich weiß nicht, wie er heißt, fix das mal bitte. Bitte, bitte, bitte. Das ist nicht schön. Ja, man hätte ja sich vorher auch immer Spawnpunkte machen können, ne? Wir hätten halt auf der anderen Insel schon anfangen müssen, die ganzen Skelette töten und dann, ja. Ja, gut, hätte man machen können. Pox, wir waren übrigens immer noch auf der zweiten Insel. Wie, wir waren immer noch auf der zweiten Insel? Immer noch die zweite Insel. Ich bin jetzt da beim letzten Mal, wo wir aufgehört hatten. Bei den letzten Aufnahmen. Das war uns ja klar. Ja, aber da bin ich ja jetzt und das ist gar nicht so weit weg. Wir sind einfach nur durch so einen kleinen Fluss, der durch die Insel geht, gegangen. Ach so, das meinst du jetzt? Ja, deswegen sah es aus wie eine dritte Insel. Ich hätte echt gerne mal ein Equipment, ne? Und ein Schwert und so. Oh ja, das wäre echt super. Und Armschienen. Und Armschienen? Also ich hab hier jetzt jede Menge Essen gemacht und Wobei das Haus, wo wir das letzte Mal waren, das ist irgendwie jetzt zerstört. Ja, es wurde einiges verändert. War ja so angesagt. Ja. Ah, okay, gut. So. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du von mir entfernt bist, aber... ist schon ein Stückchen. Ich weiß nicht, wo du warst am Schluss. Ich stand immer noch neben deiner Leiche. Ich habe jetzt eine Folge nur an deiner Leiche gecampt. Ah, okay. Ja, dann... Warum? Geh weg von mir, lass mich in Ruhe. Kann aber auch sein, dass es einfach mit der Zeit härter wird, ne? Ach so. Könnte auch noch sein, ne? So. Könnte natürlich auch sein, ja. Also das Spiel an sich... Ha, du kommst hier auf den Stein hoch. Du kommst hier nicht hoch, du kommst hier nicht hoch, haha. Der kommt hier wirklich nicht hoch. Und trifft mich nicht. Der rennt dann die ganze Zeit um den Stein rum. Ja. Soll ich jetzt die Nacht hier auf dem Stein campen? Du erfroren bist? Naja, verlieren tue ich hier nicht. Also Pox, ich sehe deine Insel schon mal. Yes, sehr schön. Ohne Scheiß. Die rennen jetzt... Okay, einer hat aufgegeben. Die rennen jetzt zu zweit im Kreis um den Stein rum. Wie kommen wir nur an den Rand? Wie kommen wir nur an den Rand? So, jetzt habe ich das Problem. Ich muss jetzt durchs Wasser durch. Ja, das Problem hatte ich auch. Das hat mich dann beim letzten Mal eigentlich getötet. Sonst hätte ich es überlebt. Du bist denn auch durchs Wasser gerannt? Weil das der direkte Weg war und ich wollte keine Brücke suchen. Oh verdammt, und jetzt bin ich gleich auch am Sterben. Jetzt sind sie wieder zu dritt und stoßen aneinander. Oh mein Gott! Ox, du sollst mich doch Thron nennen. Ach so, Entschuldigung, ja. Oh mein Tro. Oh mein Tro. Rette mich. Rette mich. Ich bin auf einem Stein gefangen. Obwohl das relativ lustig ist, den hier zuzugucken, muss ich echt sagen. Ich renne hier gerade über die ganzen Eisschollen, um zu dir zu kommen. Das habe ich auch gemacht. Aber Hallöchen, Popöchen, steht da gerade. Was, warum ist denn jetzt auf einmal mein Equip im Arsch? Was? Mich verarschen? Ist es eingefroren? Musst du es erst wieder auftauen? Au. Ah, die Klamotten, Tatsache. Ob du es glaubst nicht, die Klamotten gehen echt in den Arsch. Na toll. Dann hol sie wieder raus. Also mir wird nicht entgegengesetzte Richtung. Keine Sorge, man sieht sich ja hier auf der Karte. Mir wird also, jetzt... Also, beziehungsweise nicht auf der Karte, auf dem Bildschirm. Auf der Map, ja. Wobei, da bist du. Mir wird jetzt schlecht nur von dem gucken, wo sind die... Die rennen einfach um mich rum.
Das ist doch schön. Und das sind wirklich komplett voll ausgerüstete Typen. Ja. Zwei Stück. Und einer steht im Wasser. Der ist nicht bei mir. So einer, wie dich auch getötet hat. Yep. Du weißt schon, dass ich zwar zwei Schwerter habe. Ja, ja, aber wenn ein Tag ist, dann sind die wieder weg und es wird gerade Tag. Echt? Ja. Bei mir irgendwie nicht. Doch, da hinten wird's hell. Das ist Feuer. Nein, nein. Da hinten wird's hell. Das Licht am Ende des Tunnels. Ja, in etwa. Wobei die Sky-Textur eigentlich ganz schön ist. Ja, das muss ich auch sagen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist das Einzige, was hier wirklich sehr schön aussieht. Wobei es mich halt noch mehr mit Freude beglücken würde, wenn die Wolken sich auch bewegen würden. Die Wolken nicht, aber der Mond. Der wandert über die Sterne. So. Ach, jetzt, ich bin jetzt wieder auf der Insel. Okay, jetzt rennt nur noch einer um mich rum. Ob der auch irgendwann aufgibt? Muss ich erstmal an diesen Stein gehen. Den Inferno-Stein. Ja. Mich ein bisschen aufwärmen. Ach so. Ah, der Drachen bläst gerade. Zum Rapport. Was weiß ich. Tatsache, das sind ja voll ausgerüstete Typen hier, ey. Ja, sag ich doch. Ich frag mich nur gerade. Was? Blöder Drache. Ich frag mich nur verdammt. Gerade. Soll ich noch zwei mitbringen? Ja, kannst du machen. Kannst dich dann zu mir auf den Stein stellen. Dann kannst du da oben runterhauen und irgendwann sind die auch tot. Wenn wir dann damals so fangen, gab es auch. Also, wir haben das in der Schule gespielt, erste bis vierte Klasse immer. Ja. Haben wir so gefangen gespielt und da gab es dann immer so einen Fleck, wo man dann halt sicher war. Und es musste immer einer unten sein. Ja, das heißt, wenn einer raufgesprungen ist, mussten welche runter. Und dann sind halt auch manchmal mehrere runter, ne? Ansonsten hat natürlich der Fänger gewonnen, weil alle dann oben in diesem Gefängnis sind, ne? Um es mal so auszudrücken. Also immer einer musste von den anderen da unten sein, bis er halt gefangen wurde. Und wenn er gefangen wurde, war er halt dann selber Mitfänger, ne? Ja, ich weiß. Und so kommen wir jetzt auch gerade so vor, ne? So ein bisschen... Hey, ich bin hier oben. Was macht ihr da unten eigentlich? Oh nein! Box. Hast du mich jetzt gerade getroffen? An der Hütte. Oh, cool. Ich sehe dich jetzt laufen. Irgendeiner hat mich gerade getroffen. Das finde ich echt uncool. Jetzt gerade erstmal den Stein zu finden, welchen du meinst. Hier vorne am Strand. Also wenn du vom Dorf, ich kann genau aufs Feuer gucken. Und da kommt wieder einer. Guck dir das an. Der rennt jetzt hier seit 5 Minuten um mich herum. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er gleich tot. Hoffentlich. Die, you son of a bitch! Ich bin nicht tot. Nein! Sonst könnten wir beide die Nacht hier auf dem Stein verbringen. Das könnte jetzt echt langsam wieder Tag werden. Fox, das ist jetzt kein Witz, ich bin echt gestorben. Nein! Das, obwohl ich komplett ausgerüstet bin, ne? Das gibt's doch nicht, was ist denn das hier? Und es laufen nur noch zwei um mich rum. Also, so ein bisschen Spawn Protection müsste sein. Entschuldigung, aber... Die nächste Sache ist ja die... Ruhe da unten. Ich bin ja jetzt an dem anderen Spawnpunkt. Aber du hast mir jetzt ein bisschen Equipment gebracht. Ich kann jetzt zu dir kommen. Oh Mann, wir haben's voll verkackt. Du hast es verkackt. Ja, okay. Ich hab's verkackt. Möchte ich ja mal sagen. Also... Ja, er bewegt sich noch. Weil, wer hat da mal eben nicht aufgepasst und ist dann gestorben? Ja. Jetzt ins Wasser baden. Kann man auch schwimmen in dem Spiel oder ist das Wasser einfach nur nicht tief genug? Das Wasser ist nicht tief umbringen, genug. Umbringen oder was? Jupp. Yep. Oh, ich muss dich jetzt umbringen. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr leben. In einer Welt voll Zombie-Skeletten. Mit Eisenrüstung. Problem, wir müssen jetzt in diesen Folgen noch die ganzen Sachen wiederbekommen. Warte mal, ich versuch mal deine Equip. Steht deine Leiche noch da, dass die da ist? Ja. Yep. Wenn ich mir jetzt deine Sachen schnappe und du schnappst dir meine Sachen. Dann könnten wir uns in der Mitte treffen. Ich kann aber meine Sachen, also deine Sachen erst am Tag schnappen, weil... Ja, ach, was denkst du denn? Deine Sachen liegen mitten in einem Dorf voller Skelette. Na, dann hast du das gleiche also, Problem. Jetzt mal ganz im Ernst, was erwartest du? Noch ergänzend ist jetzt hier noch ein Plagenwolf, der natürlich genau in meinem Lager ist. Na toll. Ich mache jetzt mal die Pox-Taktik. Ja?
Ja. Auf den Stein stellen und warten. Ja. Ja. Alles. Und jetzt rennt er hier wie bescheuert um mich herum. Kann ich jetzt respawnen? Also. Hier gerade da hinten, da sind die. Ja, es rennen immer noch zwei Skelette darum. Deine Leiche. Das ist nicht gut. Ich bin jetzt von Stein zu Stein. Ich sehe da hinten deine Leiche, das ist schon mal was Gutes. Findest du? Oh verdammt, jetzt hat er mich gerade erwischt. Okay. Also ich sehe deine Leiche, die sehe ich. Und darum steht ein Skelettkrieger mit einem Schwert. Mit Q kann ich alles looten, war das, ne? Ja. Also du kannst da mit Q hin und dann ganz schnell weg. Oh, ich kann jetzt auch hier jetzt mir relativ leicht machen. Wobei okay, das nein. Hab das Equip? Du kannst mit Q gar nichts looten. Doch, also ich konnte jetzt mit Q alles looten. Echt? Ich hab alles von dir. Hattest du noch Pfeile? Ja, natürlich nein. Nicht. Warum auch? Ich hatte, glaub, nicht mal einen Bogen dabei. Jetzt brauche ich nur noch die zwei Schwerter. Ich habe jetzt hier nur ein Schwert. Ja. Das zweite Schwert hat es nicht mehr geschafft aufzusammeln, kann das sein? Nein, das war aber eigentlich daneben gelegen. Prinzipiell, also. Was hattest du denn alles? So, jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich hier zwei Typen, die hier. Okay. Hier ist jetzt. Sag jetzt einfach mal. Ich habe volles Leben. Ich werde das Lager jetzt säubern. Stirb! Stirb doch einfach! Och, komm schon! Cool, bitte. Wenn die mich rumlaufen, kann ich sie erwischen. Ein bisschen runter. Nein. Komm her. Ach. Es müsste jetzt echt Tag werden, das würde es so viel leichter machen. So ein bisschen, ne? Vor allem kann es sein, dass die Nacht länger ist wie der Tag. Oh. Hm? Also Pox, ich habe jetzt so ein Problem. Um mich herum läuft ein Wolf, ein Plagenwolf und zwei Skelette immer im Kreis und das alle andersrum. Das ist dann natürlich doch schlechter. Hattest du was zu essen dabei? Nein. Deswegen bin ich ja auch gestorben. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ein Problem. Mhm. Okay, ich versuche jetzt zum nächsten Stein zu rennen. Geronimo! Mama! Nein, 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 lasst mich in Ruhe. Oh, scheiße. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Also, Pox, ich habe ein paar Sachen. Mhm. Ich versuche jetzt irgendwie zu dir zu kommen. Okay, ich stelle mich wieder auf meinen Stein und warte ab, bis jemand zu mir kommt. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich höre hinter mir eine richtige Armee hinter mir her marschieren, aber doch so genauso klingt es. Ich kann es mir vorstellen. Ich höre zwei Skelettkrieger, glaube ich, und einen Plagenwolf. Zumindest solange ich laufe, geht mir nichts. Oh. Ich muss immer im richtigen Augenblick die Renntaste drücken. Dass sie dir ja nicht zu nahe kommen. Gib Gas, Tro, gib Gas. Also ich spiele schon, die spielen schon wieder Fange mit mir. Ja, so mit was. Mir auch, keine Sorge. Nein, um mein Steinchen rum. Und ich kann von dem Stein runter nicht angreifen. Das ist ein kleines Problem. Alter, ich habe hier ein viel größeres Problem, du Held. Wow. Ehrlich. Gut, solange ich vorwärts laufe. Hi, Kev. Solange ich vorwärts laufe, passiert mir nichts. Aber, oh, Ich muss nur in ein Haus kommen, dann bin ich erstmal sicher. Auf ins Haus. Sind Häuser sicher? Ja, die gehen nicht in Häuser rein. Oh Gott sei Dank. Hier rennen schon wieder um. Die Konfiguration geändert, Kev. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also Tro. Ja. Nachdem die jetzt 15 Minuten um mich rumgelaufen sind und du weißt, was ich dir damit sagen will.
Ja, aber wir müssen jetzt überleben. Hallo, ich kann jetzt nicht einfach hier zack, zack runterfahren und tschüss. Doch. Okay, vielleicht würde ich dann überleben, das ist richtig, aber. Uah. Hinten ist das Haus. Siehst du es? Alter, die folgen mir echt bis zum Haus jetzt schon fast. Echt? Ich versuche es auch mal ein Haus zu schaffen. Ochs, Hilfe! Nochmal. Zum Glück haben sie keine Intelligenz. Gleich bin ich im Haus drin, dann bin ich sicher. Safe. Ich bin safe. Puh, ich auch. Die Okay. gehen ja Gut, wirklich in liebe die Leute, wie es Häuser. ganz weitergeht, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. In 2 Wochen geht der Livestream weiter. Schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Pox und Trollplay bei Savage Lands. Mal gucken, was uns das Update bringt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Pox, hast du meine Sachen eingesammelt? Ja, die trage ich gerade. Gut. Ich fühle mich Dann wohl bis zum drin. nächsten Mal und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Mein Name ist Pox. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch im Kreis laufende Zombie-Panzerskelette gefallen, gebt 2 Daumen nach oben. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.